Ja gut, bleiben wir im Filme-Universum, aber gehen wir doch jetzt einfach mal in die Kindheit zurück. Und zwar, wenn ihr als Dötzis gerne einen Film geguckt habt, was war denn da euer Lieblingszeichentrickfilm? Der mit diesem dummen Riesen. Ich habe das schon viermal probiert rauszufinden. Ich glaube, da gab es so ein Remake. The Giant and I oder so. Und das gibt es halt Jack so. and the Giant? Ja, irgendwie, das ist so ein Riese, der geht so durch die Stadt abends und klaut Kinder. Das machen die irgendwie immer. Und dann gibt es so einen, der ist gut und dann entführt er so ein Kind ins Land der Riesen. Und diesen Film habe ich geliebt als Zeichentrick. Den gibt es halt jetzt animiert, den habe ich noch nicht angeguckt. Aber als Kind habe ich den geliebt. Nils, kannst du einmal kurz? Ja, klar. Dankeschön. Oh ja, oh, da kommt eine Bestellung. Nils ist heute Perfekt. hier, nicht nur als Mod im Chat, sondern er sitzt auch tatsächlich Ja. hier, weil wir basteln noch ein bisschen am Wochenende hier im Büro. Kleine Background-Info. Meinst du das mit dem Blechkoloss? Ja. Der Riese aus dem All. Der Riese, nee, 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 der Riese aus dem All ist nämlich, nee, 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 ich weiß. Der Riese aus dem All ist was anderes. Der Riese aus dem All ist was So ein anderes. Roboter gewesen, ne? Nicht den Roboter. Den Roboter Nicht den, nicht. das war ein echter. Kein Ah. Robby Rob. Kein Roboter Rob. Robby Rob könnte auch bei den Dingensbärchen mitmachen. Der hat so eine Fresse Geh ins dafür. Ja, Bett. das ist Robby Rob. Robby Rob in dein Gesicht. Und dann bist du einfach nur noch so ein Müllhaufen. Stinkehaufen, Ich überlege noch kurz. ich Bing. hab was. Okay. Bei mir war es einfach so Filme, die wir als Kind immer so auf Kassette bekommen haben. So zu Weihnachten war es eigentlich so ein paar Jahre immer so, dass wir so Disney-Filme auf Kassette bekommen haben. Ich glaube, den Lieblingsfilm von mir, der Lieblingsfilm war Herkules, diese Zeichentrick-Verfilmung. Oh, Der safe. Disney-Film? Ja. Hast du den nochmal geguckt? Der ist Boah. richtig scheiße jetzt. Ich habe den vor 6 Monaten geguckt. Ich habe den, glaube ich, geguckt, als Disney Plus rauskam. Da war Boah, der. da habe ich ihn auch Das hat geguckt. mich nicht, habe ich nicht mehr gefühlt wie früher. Echt? Aber die Serie war auch besser als der Film. Ja, ich glaube, ich habe Ja, die doch, Serie mal doch, ja. gesehen. Die Serie habe ich aber nicht so viel geguckt, aber den Film schon sehr, sehr häufig. Same. Und keine Ahnung, das war, glaube ich, auch einfach so, konnte ich mir so zum Einschlafen oder so angucken. Das fand ich, war einfach ein sehr schöner Film, damals zumindest. Ach Ja. so, ich hab auch was gefunden. Man mag es nicht meinen, aber ich war übste das Prinzessinnen-Girl früher, als ich ein Kind war. Das war so, alles muss pink sein, alles muss glitzern, alles muss rosa sein. Bei mir Und ich habe genauso. alle Disney-Prinzessinnen-Filme gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Und ich habe immer geswitcht zwischen Dornröschen. Bullshit, erzähle ich. Ich habe immer geswitcht zwischen Alice im Wunderland und Schwanensee. Das waren die Schwanensee beiden, ist die ich, toll. glaube ich, geguckt habe, bis sie geleiert haben, die Videokassetten. Ja, also Ja. bei den Disney-Prinzessinnen-Filmen, gerade die Barbie-Sachen, war ich auch Das ist voll nicht mit dabei. Disney. Achso, okay, ja. Dann aber die Barbie-Sachen war ich auch voll mit dabei. Disney auch voll mit dabei. Oh, da Aber kommt ich was. glaube, ich habe es auch schon öfter mal erzählt, in einem Land vor unserer Zeit war bei mir auf jeden Fall Der auch Dino-Film. ein großes Thema. Aber gerade bei den Barbie-Sachen muss ich sagen, es gab diesen einen Film mit den zwei Prinzessinnen, wo die Rollen getauscht haben. Die braunhaarige so eine blonde Perücke auf hat und die blaue braune und sowas. Danke, Ui, Nils. danke, Hallo, Nils. Abend, vielen Dank. Hallo. Ach Also so, die ist für mich zu Hause. die Leute, die jetzt zugucken, Nils ist gerade reingekommen mit Kannst du die zwei irgendwo anders hinstellen, Sixpacks bitte? Bier. Dankeschön, Dankeschön. Nils. Nee, einfach auf den Tisch. Danke. Warum ist da eine Milch? Ich habe keine mehr zu Hause. Willst Und du ein ich musste auf Bier? den Ja. Mindestbestellwert. Ich Aber warte die so, ganze du warst Zeit. so unsicher. Ja, Ja, ja. ja. Ja, red ruhig Bitte. weiter, bitte. Disney-Prinzessin, Entschuldigung. Annika hat es gesagt. Barbie. Ja. Land vor unserer Zeit. Den Film mochte ich sehr gerne. Ich kann Geil. ja das Lied auch heute noch. Ich bin wie Oh ja, ich habe sie aber auch alle mal du. geguckt. Ich. Crazy. Ja. Ja, das war's, ne? An der Stelle. Liebste Disney-Prinzessin? Wie bitte? Lieblings-Disney-Prinzessin? Und warum? Zählt Alice im Wunderland als Prinzessin eigentlich nicht, ne? Ich würde Eigentlich ist es ein nicht Märchen. sagen. Dann Dornröschen. Vielen Dank. Dornröschen ist meine Liebste. Jetzt ist es raus. Oh, boah, schwierig. Die anderen fand ich alle scheiße. Sorry, aber Dornröschen hatte die geilsten Outfits.
Die hatte ein blaues Kleid, die hatte ein pinkes Kleid. Alice und im die Wunderland hatte drei... ist aber auch Smash. Die ist Smash, oder? Smash! Bin ich das denn, ey? Ich hab was gejürgt, ey. Ja, also Alice im Wunderland. Das ist ja nicht mal mehr nur ein Kraxer, der war einfach Smash. Das war ja einfach nur noch gruselig. Alice im Wunderland ist aber auch mein Favorite-Märchen und ist auch mein Favorite-Disney-Film tatsächlich. Deshalb, ja. Also wenn die zählt, dann Same. Die. Wenn die nicht zählt, dann nur ein Röschen wegen den Outfits. Ich wollte mir das mal tätowieren lassen, die Katze. Die ist geil, ne? Die Grinsekatze. Ja, die ist echt cool. Ich glaube, diese Katze hat aber auch jeder tätowiert. Ich nicht. Du? Und deswegen habe ich sie nicht tätowiert. Aber das wäre ein Tattoo für dich. Du könntest es auch tragen, ja. Ich meine, du hast eine Schlange auf der Hand, das denn? Das ist dein Penis, wolltest du sagen? Mir ist nichts eingefallen. Ich glaube, es kommt was Cooles raus, aber irgendwie blanks. Manchmal blanks auch. Ja, es ist einfach nur laut gerauscht in meinem Kopf. Kannst du mir gleich wohl auch so ein Corona aufmachen? Bitte? Ja. Macht ruhig weiter. Achso, was ist deine Lieblingsprinzessin? Du hast nicht weitergemacht. Hä? Du hast nur gesagt Smash. Ja, mach doch. Ja, Alice natürlich, wenn die eine Prinzessin ist. Okay, dann das sind deine. Ich war tatsächlich nicht so in diesen Prinzessinnen-Filmen drin. So wirklich. Nenn mal ein paar, dann kann ich dir. Schneewittchen. Jasmin. Cinderella. Rapunzel. Dankeschön. War noch nichts für dich dabei? War noch nichts dabei. Die den Frosch geküsst hat? Nee, auch nicht. Die Alte, die so Frosch geküsst hat. Die so Schuh verloren hat. Weil gibt's noch, kann man machen, die auf dem Teppich geflogen ist. Die hatte so LSD-Traum und so. Wen gibt da noch? Anastasia. Und dann hat die armen Jungen geheiratet. Wer ist Anastasia? Ja, wer ist Anastasia? Die war immer der komische Abklatsch von Cinderella. Die Rote gibt's, glaube ich, auch noch, ne? Anastasia. Ist sie das? Ich glaube, ja. Ist es die, die mit dem Bogen schießt? Nee. Hä? Das ist mit Bogen? Pocahontas? Nee, nein, du meinst oh mein Gott, Alice im Wunderland. Boah, muss, glaube ich, weichen. Ich glaube, Pocahontas ist auf jeden Fall Childhood-Crush, bin ich ganz ehrlich. Ehrlich? Ne? Ja, Pocahontas auf jeden Fall. Vingapo, Alter. Mein ganzes Leben hat das dominiert. Ehrlich? Ja, ich meine ganze Schulzeit mit meiner besten Freundin, wir haben uns immer gesehen vom Flur aus. I shit you not. Vingapo, Alter. Ey, bis dato. Ey, Vingapo, Leute. Es ist super. Kannst du mir das beibringen? So, Regenbogen. Unser. Was heißt das? Vingapo, sagt man. Was heißt das? Tschüss. Echt? Ja. Ich mach nichts anderes mehr. Vingapo. Tschüss. Tschüss. Deutsche Tschüss. Tschüss. Deutsche Tschüss. Okay. Vingapo, my friend. Boah, Pocahontas. Nee, Pocahontas. Alice ist halt so voll der crazy, crazy Acid Dream, der da so abgeht. Und das liebe ich eigentlich mehr als Alice so. Mhm. Aber Pocahontas ist auf jeden Fall schon Goals. Die ist einfach nur insane. Liebe Pocahontas. Wie fandet ihr Mulan? Cool. Oh, stimmt, Mulan gab's ja auch. Mulan ist cool, aber Mulan ist kein Crush. Doch. Ja, übel. Der Drache von Mulan ist ja wohl der heftigste Crush aller Zeiten. Wie kann Mulan denn kein Crush sein? Verschwörung. Der Drache von Mulan, den gibt's kein einziges Mal im Disneyland Paris. Clara und ich, wir haben nur gesucht, weil das ist einer der Claras Lieblingscharaktere. Wir haben den nicht gefunden, außer einmal auf so einem kleinen Plastikding für 1 Euro. Bullshit, Disneyland. 24 Euro. War trotzdem klein, noch nur aus Plastik. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Doch, Mulan war auch mein Lieblingsfilm. Ich revidiere alles. Krass. Mulan, ey. Sei ein Mann, du musst so schnell sein. Du kennst echt noch Lieder davon? Ja, klar, ich guck das heute noch sei immer. Sei ein Mann. Boah, so ein Herbert Grönemeyer-Song auf einmal da drin. Sei ein Mann und dann muss ich leben. In der Not, Alkohol. Keine Ahnung, haben wir heute noch gehört. Da hatte man direkt einen Doppelcrush auf Mulan und auf ihren Mann. Oh, Dreiecksbeziehung. Oh je. Ja gut, sind wir damit durch, würde ich sagen. Was hast du noch? Hatten eure Eltern als Kind einen Spitznamen oder Kosenamen für euch, den sie nur in speziellen Situationen benutzt haben? Meine Mutter hatte so viele. Ihr meistbenutzter war für mich Hexe. Liebevoll. Ja. Hattet ihr auch sowas? Haben eure Eltern euch jetzt nicht so einen ganz normalen Spitznamen wie jetzt so abgekürzt einfach der Name, sondern einfach so ein ganz anderer Kosename? Drecksau. Lasst schon so, Nina. Drecksau, was soll das? Drecksau. Ehrlich? Nö, keine Ahnung. Meine Mutter hat bis jetzt noch keinen Kosenamen für mich oder irgendwas. Meine auch nicht für mich.
Nein. Ja, echt? Hat das auch nicht stattgefunden. Ja. Als ob diese Frage jetzt so nichtig ist. Ja. Ja. Krass. Doch. Hast du diese Frage online irgendwo gesehen oder ist sie dieselbe? Elitepartner.de war die gerade. Aber krass, da muss es ja mehrere Leute geben, bei denen das so ist. Ja. Finde ich jetzt schade Eltern. Tatsächlich. Dann haben wir das geklärt, das ging schnell. Aber wenn eure Eltern sauer auf euch waren, haben die einfach euren Namen dann benutzt? Ja, die schreien den dann. Die schreien den mit einem R hinten. Nina! Ja. Ja, das Dina! Das Dina! Ja, und den Nachnamen noch dahinter. Dann ist hart. Dann weißt du, oh. Oder wenn die wenn die dir einfach Maria als Mittelnamen geben, obwohl das gar nicht ist. Nina Maria Heller. Nina Maria. Ja, schade. Sorry. Tja. Gut, das war's mit den Smalltalk-Fragen. Hattest du noch was anderes als Hexe? Was waren so die Top 5? Boah, ich hatte ganz viele. Je nachdem, wie Zuckerschote. Wie ich mich benommen habe. Prinzessin. Also es hat auch immer... Je nachdem, wie ich mich benommen habe. Ja. Die Benehmen-Nickname-Skala. Cool. Also ich weiß auch, dass meine Mama mich öfter auch mal Engelchen genannt hat, auf jeden Fall. Engelchen. Liebling war auch immer viel mit dabei. Oh. Liebling benutze ich aber auch viel. Für deine Mutter? Nein, für jemanden, den ich sehr gern habe. Da sage ich Liebling zu dem. Ich bin immer ein großer Fan von du. Hey, du. Aua, ey. Mann, ey. Annika hat echt so manchmal... Ich bewundere das immer, Annika. Das weißt du auch, dass ich das an dir bewundere. Du bist so irgendwie... Du hast so ein Leben. Das ist so ein richtiges Leben. Das ist so, Annika macht so für uns jedes Jahr so einen Adventskranz. So, die guckt bei Feiertagen, die steht so vor uns und sagt, na, was machen wir in Halloween? Und wir sind alle so, ist Samstag, ist nicht Halloween. So, und will sich dann verkleiden und uns so schminken und sonst irgendwie was so. Und wir sind so absolut nicht existente so Fleischsäcke, die vor sich hinrotten jeden Tag und irgendwie zu Staub verfallen, während du hier einfach noch so eine schöne Welt hast irgendwie. Das freut uns mit Glitzer. Ja, du bist unsere Prinzessin. Unsere Disney-Prinzessin im Büro ist Annika. Ja. Ich habe mich tatsächlich aber auch früher, als ich noch klein war, sogar als Prinzessin an Halloween verkleidet, weil ich mich geweigert habe, ein anderes Kostüm anzuziehen als mein pinkes Prinzessinnenkostüm. Perfekt. Ich will tote Prinzessin sein. Jörg. So, willst du deine Frage mal ergänzen, die du unbedingt noch aufgreifen wolltest? Ja, weil sie hat gewartet noch für euch beide, weil zwischen uns beiden ist das letzte Mal ein bisschen eskaliert, muss man zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, ihr beide. Habt ihr? Nein. Aber es wurde sehr intensiv zwischen Nina und mir. Ja. Also ich habe nur ganz kurz reingehört mittendrin. Bei den Füßen habe ich abgeschaltet und das war das erste Thema. Perfekt. ja, also wir hatten eine große Debatte zu einer Frage, die ich für mich persönlich ganz einfach beantworten hätte können. Aber ihr müssen einfach die letzte Podcast-Folge gucken, um bei dieser Debatte irgendwie mitwirken zu können. Ansonsten, Freddy und ich nehme mich jetzt raus aus der Frage. Ja. Aber wenn ihr... Hör auf zu kichern! Kannst du nochmal deine Antwort sagen darauf, bitte? Nein! Aber wenn ihr... Also, warte, stopp. Wie habe ich die Frage letztes Mal nochmal formuliert? Wenn ihr sagen müsstet, welche Person aus einem Film oder aus einer Serie ist am ehesten ihr? Hat Sinn gemacht? Also wenn ihr jetzt einen Film... Hat gesagt, auf jetzt! Katniss Everdeen! Halt den Mund, du darfst es nicht so... Ich bin gut in Stresssituationen, sagt die. Da hab ich gesagt, 400 Tonnen Teer kommen auf dich zu in der Stadt. Was sagt Nina? Gib mir Zeit! Wartet kurz, ich komme damit nicht klar, wenn da so viel ist gerade. Ein Kind verreckt elendig an einem Stromstoß. Ich kann mich darum gerade nicht kümmern. Wie wär's mit Samstag? Ich hab echt Besseres zu tun. Also, du bist so gemein. Du bist so gemein. Katniss Heladin, ey. Ich sag's dir. Freddy hat dann gesagt, dass ich Mike aus der Monster-AG bin. Aber fühle ich. Oder komm, er sagt sogar, das ist auch viel. Weil manchmal Mike ist der Einäugige, ne? Ja, der immer so guckt so. Es gibt auch dieses Meme. Und genauso stehst du in jedem Video im Hintergrund. Wirklich.
Dustin hat sogar Videobeweis. Dustin hat sogar Videobeweis. Ich schwör's dir, ich hab's dir gesagt, dass du genauso oft stehst, wenn Nina einfach manchmal saunt diese weg und dann mic'd die einfach wieder so. Das ist so gemic'd wieder, Alter. Die heute wieder irgendwie, die ist dann da so und dann guckst du die irgendwann an, dann sitzt sie da. Schön einen rausgelassen. Guck mal da, guck da. Ja. So, genau so. Genau so. Ihr könnt es nicht sehen, vielleicht blenden wir es ab. Manchmal mikest du einfach so weg, Alter. Ich bin nicht Mike, der AG. Du hast so weggemikt. Guck mal, wie oft der da jetzt ist. Da ist sogar mit deinem Gesicht. Oh, ja. Ach Gott. Guck schon wieder. Oh, ey, ist schon wieder wie letztes Mal. Es tut mir sehr leid. Danke fürs Fragen kaputt machen. Danke fürs eskalieren lassen. Ja. Okay, also welche Person? Ich habe Nina gesagt, sie ist Urkel. Und du hast zugestimmt danach. Und dann habe ich gesagt, warum bin ich so ein Larry für dich? Und dann hast du gesagt, hast du schon mal das Und dann hast du mir ins Bett gegangen, alle. Dann habe ich sie so hinterlassen im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, wie das noch für dich ausgegangen ist. Kurzen taktischen Zwischenheuler gemacht und einfach Steve Urkel-Bilder angeguckt. Ja, also... Wer wird denn dann wohl ihr? Das ist Urkel. Urkel ist voll cool. Ich weiß ja, gar nicht, Urkel was ihr ist habt. Auch cool. Ja, meine Güte. Ich liebe Urkel. Ich muss ein bisschen überlegen. Ich tatsächlich auch. Aber eigentlich können das ja andere Leute besser beurteilen. Übrigens, Freddy hat gesagt, für alle, die letztes Mal auch nicht zugehört haben, Freddy hat gesagt, er ist die Vogelscheuche vom wandelnden Schloss. Ja, und du hast gesagt, was hast du gesagt? Das ist eine schöne Antwort. Danke. Aber ja, es gibt Leute, die appreciaten, die respektieren das wandelnde Grenzen. Schloss. Ich kenne das wandelnde Schloss, ich kenne das sogar sehr gut. Ja. Und diese Vogelscheuche ist kein bisschen wie du. Ja, deswegen. Ich habe gesagt, ich finde das... Sie fand schon. Ich fand schon. Sehr fürsorglich. Ja, aber... Ich respektiere Grenzen. Und deine Selbsteinschätzung. Kann man kurz jemand ein Messer auf Nina werfen? Wir kurz gucken, wie sie Katniss Aberdeen-like damit umgeht und das nicht einfach wegmikt, das Messer in der Luft. Du hast mich letztens fast umgefahren mit dem Auto. Und du hast mich heute Morgen fast umgefahren. Wir sind quitt und du schuldest mir 2 Euro. Was passiert hier? Ich hab dir die schon gegeben, das im Keller eben. Das stimmt, aber ich hab dir wieder gewettet? Ja. Jeden Tag. Ihr habt schon jeder so 50 Euro so eine Rolle 2-Euro-Münzen gekauft bei der Bank. Wir waren bei Tippico heute Morgen, haben die ausgeraubt, die Penner. 2 Euro, die 2 Euro eingeflechteten Dinger in Papier drin, damit wir das so rausdrücken können und aufklatschen. Jeder hat irgendwann hier diesen Gürtel mit dem Münzgeld und dann immer so, machen wir jetzt um 1,50, oder? Und dann klack, klack, klack. Ja. Oh, Entschuldigung. Okay, wow. Ich wusste nicht, dass das nochmal so hoch. Warum bin ich nicht wie die Vogelscheuche? Das interessiert mich aber. Weil ich finde, du bist viel extrovertierter, als die Vogelscheuche dargestellt wird. Aber ich kann sie ja nicht ausdrücken. Ja, aber du bist ein Unterhalter. Und ich finde, diese Vogelscheuche ist... Das ist ja nur Schmerz, den du siehst in Form von Unterhaltung. Ich kann mir ja nicht ausdrücken. Das sehe ich anders. Tja, dann kennen wir uns wohl privat sehr wenig. Für mich auch, nicht für dich. Nein, das soll gar nicht schlecht gemeint sein. Die Vogelscheuche ist ein toller Charakter und du bist auch ein toller Charakter, aber ich würde euch jetzt nicht als so sehr charaktergleich bezeichnen. Aber mir fällt auch kein besserer Vergleich ein, weil mir generell gerade irgendwie gar keine Charaktere einfallen, so die auf uns zutreffen. Ich glaube, ich habe einen für mich. Okay, erzähl. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Das Schnabeltier aus Phineas und Ferb. Perry. Weil das stimmt ein bisschen. Ich bin eigentlich so voll langweilig, dieses Schnabeltier, was die ganze Zeit immer irgendwo rumliegt und nichts tut, aber so im Hintergrund rette ich die Welt. Oh, weißt du, wer noch? Ja. Der beste Freund von... Mike Lotzkowski? Nein, das ist Nina. Nina Mike nur. Ey, aber kennst du Rugrats? Die Babys? Ja, das fand ich gruselig. Aber der Rothaarige davon. Mit den roten Haaren, mit dieser Brille. Ja, ich sehe ihn vor meinen Augen, aber ich weiß nicht mehr, was sein Charakter war. Der war auch immer so, der war so der Gelassene, Ruhige, der hat auch immer dann alles gerade gemacht, war aber auch sehr vorsichtig. Du bist Perry, das Schnabeltier. Cool. Oh Gott, Alter, was ist das denn für ein schreckliches Bild? Okay. Hä? Sah der so aus? Der sah nicht so aus. Der hieß Chucky Finster. Chucky Miss Finster? Oh mein Gott. Der hat auch die gleiche Brille an. Oh mein Gott, Rugrats, das Kind ist das Kind von Miss Finster? Nee. Wisst ihr, was ich immer ganz schlimm fand? Bei Disneys große Pause, das Intro.
am Ende schlägt ja Miss Finster diese Türe zu. Ja. Und die schlägt die immer so zu, dass sie die Finger draußen hat und zieht die dann so zu. Und die muss sich doch jedes Mal die Finger einklemmen. Nee, die macht vorher raus. Das sind aber richtig flotte Finger dann. Also richtig flotte Finger. Die hat Skills. Dafür mag sie ihr Mann sehr. Oh, Scheiße. Geht ja ein Kind anscheinend. Muss ja irgendwie funktioniert haben. Ne? Wer bumst Miss Finster? Ja, keine Ahnung. Also in dunklen Zeiten, wenn ich da mal Arrested Development geguckt habe und Miss Finster da vor mir hätte gestanden, ne? Vor Clary, don't know. Weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ja, guck mal, kann man schon was draus machen. Ein bisschen Tape und dann ab dafür. Schwierig. Der hat richtig spitze Ellbogen, oder? Ja, muss man drauf stehen, dass denn. Ach, das ist, als hätte die so einen Nippel am Ellbogen. Aber wenn wehtut und genau an dem Punkt im Rücken, dann bist du froh, wenn du so einen punktierten Ellbogen in deiner Nähe hast. Genau da. Randall in Alt. Das ist der Vater. Oh. Ah, cool. Die Leute sehen, glaube ich, gar nicht, was wir uns gerade angucken. Ne? Übelst stressig. Wir müssen unbedingt mal so eine Bildschirm-Capture-Geschichte noch machen. Aber machen wir wann anders. Wer wärst du? Mir fällt wirklich keiner ein, aber ihr könnt das vielleicht einschätzen. Annika. Du bist wie das Mädchen aus das wandelnde Schloss eigentlich. Das stimmt. Du suchst die ganze Zeit bei allen Sachen, die eigentlich gruselig sind, was Positives und bist da sehr nett naiv. Auf jeden Fall, ja. Ich bin definitiv nett naiv. Das mir halt wurde sogar früher immer gesagt, du bist viel zu nett, aber auf eine schlechte Art und Weise. Oh. Boah, das ist gemein. Das würde ich nicht sagen. Ja, doch, es kann einem schon sehr schlecht bekommen, wenn man nett zu falschen Personen ist. Und ich gehe halt unvoreingenommen in fast jeden Menschen rein, auch wenn ich schon schlechte Sachen vorher gehört habe. Ich versuche mir das abzugewöhnen, aber ich finde es total schwierig, mit meinem Charakter zu vereinbaren, weil ich mir immer denke, guck mal, wenn jetzt jemand anders über dich Scheiße erzählen würde, dann würdest du ja auch nicht wollen, dass derjenige dich direkt hasst, nur weil er dich nicht kennt. Und dann, ja, aber es ist tatsächlich oft so, dass die Sachen, die einem vorher gesagt werden, auch stimmen. Und dann falle ich halt auf die Nase, aber dann denke ich mir immer so, oh ja, ich habe demjenigen eine Chance gegeben. Du bist wirklich sehr, sehr nett. Du bist wirklich immer ausschließlich nett zu allen Leuten. Das ist eine gute Seele. Aber ich verstehe, dass das sehr verletzlich macht, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, ja. ja. Mir fällt generell, jetzt kein Charakter. Aber generell, du bist so in dem ganzen Ghibli-Universum, sind häufig diese Hauptcharaktere so geschrieben, dass die halt einfach nur nett und alles you positiv sind. You think I'm the main character. Ja, so im Ghibli-Universum bist du auf jeden Fall der main character, würde ich schon sagen. Ah, das ist jetzt aber echt ein sehr liebes Kompliment. Aber oder weißt du, wie dieser Ghibli-Film mit der Katze, Flugpost, wie heißt das, da wo die Frau... Kikis. Oh, den habe ich letztens noch gesehen. Oh, der ist so gut. Also letztens ist letzte Woche, wirklich. Das, so Kikis kleiner Lieferservice. Love. Ey, diese Welt, die da gezeigt wurde, ne, in diesem Universum, I shit you not, ich habe ja davor, ich hatte ja diese Phase, wo ich ganz viele Ghibli-Filme geguckt habe, weil ich nie Ghibli-Filme geguckt habe, also letztes Jahr oder so erst. Und ich schwör's dir, dieser Zeichenstil manchmal und auch gerade dieser Kikis Lieferservice, ey, ich habe gegrinst, nur weil das so aussah. Ich habe mich so gut gefühlt innerlich, als wäre wieder alles okay und ich bin da irgendwie, wo ich aufgewachsen bin oder so, meine Oma kommt rein und bringt mir irgendwie so einen Teller mit Obst oder so, weil ich noch Fernsehen gucke. Das war genau das gleiche Gefühl, was mir Studio Ghibli-Filme geben. Viel mehr als ein Disney-Film auch. Viel, viel mehr. Leider ist der Freizeitpark in Japan echt scheiße. Das wäre ich, glaube ich, schon lange da gewesen. Das ist alles nur irgendwie so Plastikhäuser aus diesen Sets und that's it. Und die nennen es Freizeitpark, aber eigentlich ist es ein großer Park, wo du deine Freizeit verbringen kannst, aber ohne was Cooles. Park für Freizeit eigentlich. Aber Studio Ghibli-Filme sind auch so, das sind richtige Comfort-Filme. Ja, finde ich auch. Irgendwie immer so ein gutes Gefühl. Und ich weiß, was du meinst, dass wenn man sich das anguckt, dass man allein davon dann irgendwie schon so ein... Ganz schwierig zum Kiffen, aber muss man ja, aber die regen auch, finde ich, voll schwierig zum Nachdenken an. Also Ghibli-Filme sind nicht einfach so stumpf schön, sondern die sind so schön, tiefgründig schön. Ja, die sprechen so zwei Sprachen. Du kannst es als Kind gucken und nimmst dieses süße, herzliche und tolle mit und als Erwachsener und kriegst so einen Tiefgang auf einmal, weil du relatest zu so ganz normalen Alltagssituationen, die da nochmal so provoziert werden und dann auf so einer Metaebene ausgetragen durch vielleicht Charaktere oder Tiere oder so. Was war denn euer Lieblings-Ghibli-Film? Ich wollte genau das gleiche fragen. Bei mir war es Totoro. Ich
habe zwei. Also mein Origin ist, also mein Origin Ghibli-Lieblingsfilm ist Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, den insane. Fand ich auch der toll. Der ist immer mein insane, Liebster gewesen, ja. Weil den habe ich als Kind, das weiß ich noch, da kam der das erste Mal auf Super RTL, freitags 20.15 Uhr. Das war immer Primetime. Mhm. Freitags, was passiert gerade? Ja. Mhm. Hä? Freitags 20.15 Uhr hast du gesagt. Ja, weil das die Prime, das ist die Prime, Prime-Time. Ja, als wäre es aber ultra, ultra Aslak geworden. Für Freitags 20.15 Uhr. Da hat man immer ganz leise weitergeatmet, damit man beim Fernseher so zubleiben kann. Damit man liegen bleiben darf, ja genau das. Und Totoro. Aber ja. Totoro ist relativ neu dazugekommen, weil ich letztes Jahr mit Gerrit teilweise auch immer am Wochenende haben wir uns getroffen und dann alle Studio Ghibli-Filme, die überall verfügbar waren, dann einfach mal durchgeguckt haben. Und das war richtig, richtig gut. Und da fand ich Totoro auch ziemlich schön, muss ich sagen. Totoro. Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch. Aber ich habe auch keine eigentlich gesehen. Und Chihiro heißt sie. Mhm. Den haben wir letztens, also irgendwie vor 3 Wochen oder so geguckt. Da bin ich eingepennt. Oh. Also einfach straight. Ich weiß nicht, es war sehr verwirrend, immer wenn ich aufgewacht bin. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken muss. Und halt den mit dem Lieferservice, den hatte ich, als ich jetzt krank war. Das Wandelnde Schloss ist auch fantastisch. Mhm. Ja, muss ich vielleicht genau auch mal gucken. Aber da gibt es alles, ist eigentlich gut. Außer diese Schwarz-Weiß-Dinger, die habe ich nicht so gerafft. Die fand ich irgendwie. Es ist auch einer gut. Sehr gut. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber da geht es irgendwie um so eine so ein Wolfsmädchen im Wald. Und Prinzessin Mononoke. Ja, genau. Auch sehr gut. Prinzessin Mononoke ist auch ganz weit oben eigentlich. Und dann irgendwas mit Katzen, der war auch gut. Diese Katzenstadt, diese Underground-Katzenstadt. Ich weiß auch nicht, wie das Keine Ahnung, ich habe mir die ja auch fast alle gegeben. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht alle durch. Und dann auch noch eins, wo so Fliegerleute sind, die dann auf so eine Stadt im Himmel und so. Das war auch insane. Besonders sind immer so ultra andere Plotlines. Heißt das nicht einfach auch das Schloss im Himmel? Das Schloss im Himmel und das wandelnde Schloss. Genau, das Schloss im Himmel ist das. Mhm. Und dann gibt es noch ein anderes, wo so komische Kampfroboter irgendwann, glaube ich, kommen. Ja, auf dieser komischen Welt, wo die hochfliegen so und dann kam dieser Roboter, den die wiederbelebt haben. Dann wurden die alle böse. Boah, den habe ich voll oft gesehen. Ja, es gibt richtig, richtig coole noch. Also ich habe auch noch nicht alle durch. Ich habe auch noch auf Netflix die gesehen. Ja. Aber das war wirklich so... Aber bei Chihiros Reise muss ich sagen, auch wenn du gerade meinst, du hast als Kind das erste Mal gesehen, hattest du keine Angst, weil ich hatte als Kind voll Angst vor dieser Mantelmaskierten. Das Obengesicht. Ja, genau. Dass er einfach Leute gefressen hat. Ja, hat es, aber das ist wie heute. Ich muss trotzdem hingucken. Das ist ganz schön schlimm. Ich bin immer noch ein Schisser, aber ich sitze davor und ziehe es mir trotzdem rein. Katniss. Zeit. Ich hätte gern die 3 von der Karte. Ich hätte gerade das Katniss 3 erzeugt. Die 3 von der Karte, aber bitte mit einer Zitrone, dann geht das. Sag, weißt du, jeder hier, der kriegt was Cooles. Annika kriegt übel das nette Kompliment. Und ich bin der Einäugige aus der Bundesrepublik. Ich sehe, was du meinst, aber das ist nicht. Das macht dir mal irgendwann eine Compilation, wenn er Zeit hat. Von deinen Best-of-Mike-Momenten, Alter. Wenn Nina wieder einen weg, Mike. Wir übernehmen das sogar auf dem Hauptkanal in die Videos, dass man immer so ein Face-In hat. Wir schneiden den aus und dann machen wir immer so ein bisschen die Deckkraft einfach rein von dem Mike, wenn Nina im Hintergrund einfach so steht. Und so macht, dann blenden wir langsam so einen kleinen Mike ein. Da können wir echt so ein Gewinnspiel machen. So, manche machen das ja so im Dezember oder so, wenn die so Adventskalender machen, dass sie dann irgendwie so Wörter im Video verstecken. Und wir haben da so mit Timecode irgendwo einfach. So eine Mike-Nina im Hintergrund. Mike-Nina im Hintergrund. Ja, okay, macht damit, was ihr wollt. Aber Mike ist auch ein guter Charakter, muss man sagen. Ja. Ist ja auch so. Er ist ein sehr organisierter, der sich um alles kümmert, so im Hintergrund, ja, immer seine Pflichten. Immer der Blaue, der andere, ich habe den Namen vergessen. Nee, das Michael ist ja der K.O. Das ist der K.O. Wie? Sully. Genau. Mhm. Das ist ja der, so, du organisierst den Chaoten, das ist ja genau wie hier quasi. Oh, danke schön. Stimmt. Das ist was Nettes. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgeguckt, vielleicht meinte ich es auch so, Mike. Ist okay. Ha? Ist okay. Du organisierst den Chaoten. Okay. Pack mich hier an. So. Halleluja, ey. Halleluja. Ja, 3 Fäuste vor dem, ey. So, es ist was Neues passiert für euch. Wir machen das gerade abermals live. Also
Schaut auch gerne mal auf dem Twitch-Kanal von Sturmwaffel vorbei. Da machen wir manchmal den Podcast live, wenn wir eh schon im Büro sind, weil das ist nur eine Taste mehr drücken. Manchmal auch nicht, vielleicht wenn wir mal einen Gast oder so oder eine Gästin noch mit dabei haben. Nichtsdestotrotz, überall mal reinfolgen. Auf Spotify und Co. könnt ihr natürlich auch mal eine gute Bewertung da lassen. 5 Sterne bitte. Jetzt brauchen wir noch so einen coolen Spruch, wie Ju und Rezo das haben, weil die kriegen dann immer so viele Bewertungen. Sowas wie 5 Sterne und dann klatscht es aufs Bäckchen. Geil.